Wir sind heute bei Welcome. Bei mir ist die Landeskoordinatorin Frau Brendel. Erzählen Sie mir noch mal kurz, was macht Welcome eigentlich? Also Welcome ist eine bundesweite Organisation. Wir kümmern uns um Familien ganz am Anfang des Familienlebens. Die Familien haben alle ein Baby, also ein Kind im ersten Lebensjahr. Das ist manchmal das erste Kind und manchmal ist es aber auch ein Geschwisterkind. Da gibt es dann schon 1, 2, 3, 4, 7 weitere. Genau. Und wenn die Familien an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich hätte jetzt ganz gerne Unterstützung und die Großeltern oder Nachbarn oder Freunde stehen halt dafür nicht zur Verfügung, dann kommen wir ins Spiel und vermitteln Freiwillige, die halt alltagspraktisch für eine gewisse Zeit die Familie begleiten, unterstützen, mal das Baby abnehmen, mal die Mama mit den Zwillingen zum Kinderarzt begleiten und dergleichen mehr. Und gerade im Hinblick auf Kinderarmut, wie kann Ihre Arbeit da Familien unterstützen und vielleicht auch präventiv helfen? Ja, es ist so, dass Welcome ein so niedrigschwelliges Angebot ist, dass ganz, ganz viele Familien nachfragen. Wir haben in Berlin jetzt gerade den 16. Standort eröffnet. Das heißt, wir sind auch wirklich in der ganzen Stadt verteilt. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit und weil es um alltagspraktische Hilfe geht, die durch Freiwillige geleistet wird, ist die Hemmschwelle, sich zu melden, sehr, sehr gering. Vor Ort gibt es dann immer eine Teamkoordinatorin, das ist wiederum immer eine Fachkraft, die mit den Familien erstmal über die Situation in der Familie spricht. Also wie geht es der Familie, was ist die Herausforderung, die die Familie gerade erlebt, und an der Stelle schauen wir genau hin, ist eine Ehrenamtliche, die wir jetzt vermitteln, das Beste, was der Familie passieren kann, und ist es das Einzige, was die Familie braucht? Und natürlich bekommen wir darüber sehr, sehr guten Einblick in familiäre Situationen und Strukturen. Und wenn weitere Hilfen notwendig sind oder eben auch wir über Armutslagen sozusagen ins Gespräch kommen, geht es dann viel um Beratung und viel um Weitervermittlung im fachlichen Hilfenetzwerk. Manchmal statt der Hilfe von der Welcome Ehrenamtlichen und manchmal eben auch ergänzend. Super, vielen Dank. Und haben Sie eine Forderung an die Politik, wo Sie sagen, das wäre eigentlich das, was wir bräuchten oder was Familien in Armut bräuchten, um besser arbeiten zu können, um besser leben zu können? Also ehrenamtliche Unterstützung für Familien.